Leute, wir haben Arbeit vor uns. Ihr wisst sicherlich, dass mechanische Switches euer Keyboard enorm verbessern oder generell das Tippgefühl verändern, den Sound verändern. Und ich habe heute eine riesige Menge an Switches da. Von dem guten Shop Monaco Keys. Der gute Kasperl hat mir alle seine Switches zugeschickt. Und wir werden uns heute einfach mal alle seine Switches aus seinem Shop anschauen und schauen, wie die so sind. Zu einigen wird wahrscheinlich noch ein separates kleines Video kommen, aber heute mal eine grobe Zusammenfassung quasi, wie die meisten Switches so sind. Und da sind wirklich ein paar sehr interessante Switches bei, zum Beispiel diese MMD Princess Switches, kosten irgendwie 3 Euro, 3,30 oder so für 10 Stück. Sind also sehr günstig, sind aber pre-looped und klingen richtig gut. Wir haben auch ein paar höherpreisigere dabei. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Mischung bei. Und wir schauen uns heute einfach mal im Detail an und bewerten die. Und ich mache das auch so ein bisschen für mich, weil ich die meisten der Switches wieder zurückschicken muss. Dementsprechend möchte ich die quasi auch für mich so ein bisschen festgehalten haben. In einem Video finde ich ganz cool. Wir schauen jetzt einfach mal, was die ganzen Switches da drauf haben. Das sind insgesamt 14 Switches, 14 verschiedene Switches. Und ihr seht, das ist wirklich ein riesiger Haufen, den ich habe. Also, ja, wir schauen uns die einfach gleich mal im Detail an, machen die auf mein Keyboard drauf und schauen, wie die so sind. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich wünsche viel Spaß beim Video. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen herangeholt. Ich würde gerne anfangen mit den günstigsten oder auf jeden Fall einer der günstigsten, die Monaco Keys im Shop hat, nämlich die MMD Princess. Davon gibt es eine taktile Version und eine lineare. Fangen wir jetzt mal mit der taktilen Version an. Die habe ich hier. Das ist mit so einem gelben Stem, so einem pinken Housing und einem lilanen Bottom Housing. Alle Switches, kann ich mal sagen, alle Switches bei Monaco Keys, zumindest zum aktuellen Stand, sind pre-looped, also vorgefettet. Ihr müsst die nicht nochmal selber fetten, was sehr, sehr angenehm ist, weil ich persönlich. Ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses Loop-Scheiß. Es war mal ganz witzig, das auszuprobieren, aber irgendwann hat man einfach die Schnauze voll. Es dauert viel zu lange und Switch öffnen ist einfach so nervig, wirklich. Noch eine andere Info. Die Keycaps hier, die ihr seht, sind ebenfalls von Monaco Keys. Das sind die ANSI/ISO.DE Keycaps. Die Black on White BOW Keycaps im Cherry-Profil. Sehr, sehr cleanes Design, wie ich finde. Sehr, sehr schöne Fonts, sehr, sehr gut gedruckt. Und finden sich auch wirklich angenehm an. Wie gesagt, zurück zu den Princess. Wie gesagt, die Princess Tactile, 60 Gramm Betätigungskraft, 5 Pin-Switches und kommt einfach ein neuer Keyboard. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz kurz in den Soundtest rein. Sobald ich die Taste anfange runterzudrücken, überwinde ich quasi direkt diesen Bump und es ist eigentlich relativ angenehm, wenn man taktile Switches mag. Mit 60 Gramm sind die natürlich auch relativ mittelschwer bis schwer, würde ich sagen. Aber vor allem zum Schreiben ist sowas mal sehr, sehr angenehm. Klang ist ganz gut. Man muss natürlich auch mal beachten, dass der Klang sehr vom Keyboard selbst beeinflusst wird. Aber ich persönlich finde die Switches sehr, sehr angenehm. Machen wir weiter mit den MMD Princess, die lineare Version. Die müssten eine Betätigungskraft von 55 haben, genau 53 Gramm Betätigungskraft. Was mir bei den Princess Switches aufgefallen ist, dass die sich sehr, sehr stark an die Keycap festbeißen. Das kann ein bisschen nervig sein, also wenn die einmal an der Keycap sitzen, dann reißt man im Grunde zu 90% den Switch mit raus, wenn man nur die Keycap machen will. Das ist ein bisschen nervig, aber naja. Und ich werde dann durchaus auch nicht jeden einzelnen, also das ganze Keyboard mal wieder wechseln, sonst sitze ich hier ja in 5 Stunden noch. Ich werde immer nur ein paar Switches testen, beziehungsweise tauschen und dann einen kleinen Soundtest machen. Die Switches ohne Keyboard fühlen sich sehr smooth an, relativ leise. Und jetzt würde ich sagen, noch einen kleinen Soundtest im Keyboard. Ja, fühlen sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Haben, glaube ich, gar nicht mal so einen langen Total Treble, weil die fühlen sich relativ kurz an vom Punkt. Ja, 3,6 mm, das geht sogar noch. Aber, doch, tippen sich sehr angenehm. Aber schön leise, die Switches, das gefällt mir. Eine schöne Alternative, wenn man leise Switches haben will oder generell ein leises Keyboard haben will, ohne dass man direkt Silent Switches nehmen muss, weil
Silent Switches haben natürlich auch wieder ihren Nachteil. Die sind zwar leise, haben aber dafür eben den Nachteil, dass sie sich ein bisschen anders tippen als jetzt normale Switches, weil sie eben leise gemacht werden sollen oder leise gemacht wurden, logischerweise. Ja, machen wir weiter mit den Zaro Keys Switches, den sogenannten Switches von Zaro Keys. Da haben wir einmal die Strawberries und die schwarzen, ich weiß gar nicht, wie heißen die, die Zaro Keys BCB, nicht BCB, ich kann nicht mal das Alphabet perfekt, BCP, so heißen die schwarzen hier, und die roten von Zaro Keys sind die Strawberry Wine Switches. Fangen wir mit den schwarzen an, die liegen bei 5,90 Euro pro 10 Stück, also die teuersten, glaube ich, aktuell sogar. Ja, genau, das sind die teuersten bei Monaco Keys aktuell, dementsprechend erwarte ich von denen natürlich auch einiges. Die schwarzen sind eben, wie man sieht, wer hätte gedacht, schwarz. Ebenfalls pre-looped, sie sind linear. Die BCP-Switches von Zaro Keys, 5 Pin. Und wir stecken einfach mal wieder ein paar ins Board und schauen dann, wie die Teile klingen. Aber nochmal zu den Princess-Switches, die kann ich auf ganzer Linie empfehlen im Grunde. Das sind wirklich nice Switches, vor allem für den sehr, sehr günstigen Preis. Normalerweise empfehle ich ja bei günstigen Switches oft die Gatorn Pro Yellows und Reds, aber die sind auch gut, keine Frage, aber die sind halt ein bisschen langweilig geworden mittlerweile. Man kennt sie halt, man kennt den Druckbuch, man weiß, wie die klingen, so ungefähr. Und es ist einfach schön, wenn man mal wieder ein bisschen was Neues sich anschauen kann und empfehlen kann. So, die Switches sind drauf und ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Soundtest. Der Zaro Keys, die haben eine Operating Force von, steht gar nicht hier, hier steht nur eine Bottom-Out Force von 57 Gramm. Gut, wir machen keinen Soundtest, los geht's. Ja, sind okay. Klang kann man machen. Ich muss aber persönlich sagen, mir wären die zu teuer für den Preis. Also für 5,70 Euro oder 5,90 Euro sogar. Da fand ich bisher die MND Princess deutlich interessanter. Oder auch ein paar andere, die ich noch getestet habe, zu denen wir gleich noch kommen werden. Tippgefühl ist ganz gut. Aber kann ich gleich sagen, obwohl die Switches, obwohl ich die ganz gut finde, für mich persönlich sind die nichts, weil ich die einfach ein bisschen zu teuer finde im Vergleich zu den anderen bei Monaco Keys, wo es ebenfalls noch viele, viele gute Switches gibt. Also die Zaro Keys BCP Switches sind ganz nett, so vom Ersteindruck, aber mir persönlich, wie gesagt, zu teuer. Optik natürlich auch ganz nice, dieses schwarze Housing einfach sehr interessant, aber sind mir einfach zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Geschmäcker sind verschieden, dementsprechend probiert ihr doch gerne selber mal aus. Und natürlich auch ganz wichtig, ich werde hier für dieses Video nicht bezahlt oder so. Ich mache das auch komplett freiwilliger Basis im Grunde. Vor allem, wie gesagt, ich mache es auch ein bisschen für mich, weil ich selber mal den Moment festhalten möchte, sage ich mal. Weil ich werde die Switches, die meisten Switches werde ich zurückschicken müssen. Und möchte das einfach mal festhalten, wenn ich die schon mal hier habe. Weil die meisten von denen werde ich nicht nochmal hier haben, wahrscheinlich. Deswegen lieber nochmal alles festhalten in einem Video, damit ich mir das irgendwann mal nochmal angucken kann. Wir machen jetzt weiter mit den Strawberry Wine Switches von Zaro Keys. Die sind ein bisschen günstiger, 5,40 Euro pro 10 Stück. Aber trotzdem noch mitunter die teuersten bei Monaco Keys. Ich habe hier meine üblichen Keys genommen. Ich würde sagen, wir machen direkt einen Soundtest. Es kann natürlich Einbildung sein, aber irgendwie finde ich die Switches ein bisschen besser vom Ton her. Es sind natürlich wirklich immer nur minimale Töne in den meisten Fällen, deswegen muss man wirklich genau hinhören. Und wahrscheinlich durchs Video und alles sehr schwer zu beeinflussen. Die Switches tippen sich ebenfalls sehr, sehr smooth. Sound klingt ein bisschen besser als die Zaro Keys PCB. Und allein schon aufgrund dessen, dass sie etwas günstiger sind, würde ich mir eher die hier holen als die... Also die Strawberry Wine lieber holen als die BCP.
aufgrund des Preises, aber im Prinzip nette Switches. Würde ich aber, glaube ich, beide nicht holen, weil ich habe auch schon die anderen ein bisschen getestet und die waren für mich persönlich besser. Aber wie gesagt, ich will ja nichts haten. Das ist natürlich für jeden individuell, was man lieber mag und was nicht. Dafür klingen die Strawberry Wine Switches relativ unaufdringlich. Wie auch die Princess Linie fand ich auch gerade eben nicht so aufdringlich. Wir machen weiter mit Silent Switches. Für alle, die wirklich gar keinen Bock auf Keyboard Sound haben, aber trotzdem eine mechanische Tastatur wollen, haben wir ja auch eine nette Auswahl an Switches bei Monaco Keys. Wir haben einmal die WS Silent Linear Switches, das müssten ja genau die hier sein. Und die WS Silent Tactile Switches, also die taktile Switches mit Silent Dings und Silent Lineare. Ich glaube, das müssen auch die einzigen Silent Switches sein bei Monaco Keys aktuell. Ja, genau. Jetzt sagen wir, fangen mit den Linearen an. Persönlich bin ich ein großer Linearer Switch Fan, dementsprechend fangen wir einfach mit den Linearen an. Preislich liegen die beide bei 4,60 Euro pro 10 Stück. Also im guten Mittelfeld würde ich sagen, jetzt nicht die allergünstigsten, aber auch bei weitem nicht teuer. Factory Loop, wie gesagt, alles im Factory Loop bei Monaco Keys. Ansonsten, falls ihr genauere Daten wollt, könnt ihr natürlich jederzeit den Shop abchecken. Da muss ich jetzt nicht alles erzählen. Das könnt ihr alles nachlesen, ganz easy. Also, ja. So, Soundtest, der Silent Linear von Woog Studios. Ja moin, Digga, aber ich höre einfach gar nichts von der Sound, von der Leertaste. Gut, wenn ich so drauf war, natürlich, aber realistisches Tippen. Man hört fast gar nichts, wow. Silent Switches, das sind schon irgendwie witzig. Hört ihr das? Richtig, ihr hört es nämlich nicht, weil die Switches sind so gottlos leise. Also wenn ihr ein möglichst leises Keyboard haben wollt, also richtig, richtig leise, dann könnt ihr gerne mal die WS Silent ausprobieren. Ihr seht, selbst die Stabilizer-Tasten sind richtig leise gemacht. Könnte man natürlich auch noch leiser modden mit Banded Mod und Holy Mod, was man nicht alles machen kann, aber man hört die Tasten halt kaum. Natürlich büßt man dafür ein bisschen das Tippgefühl ein. Die Switches sind natürlich von innen so ein bisschen gedämpft, sage ich mal. Dementsprechend hört man das natürlich auch ein bisschen abgedumpft alles und es fühlt sich auch so ein bisschen abgedumpft an, aber das ist eben der Kompromiss. Das ist mir immer noch deutlich lieber als eine Rubber-Dom-Tastatur. So, weiter im Text, wie gesagt, mit den Silent Tactile Switches von WS. Fühlen sich halt so erstmal in der Hand genau an wie die vorherigen Linear-Switches, nur eben, dass ich einen leichten Bump spüre, also ich tippe nicht direkt bis nach unten durch, sondern man hört halt so einen leichten Bump oder spürt ihn vor allem. Hier merke ich aber schon, die Leertaste wird ein bisschen lauter. Ich glaube, ich meine Tendenz. Ich glaube, die Taktilen sind ein bisschen lauter als die Linearen. So. Silent Tactile, let's go. Sind wie gesagt genau wie die vorherigen im Grunde, nur ich hatte noch einen leichten Bump spüre. Ja, da ist mir eben noch glatt einfach die Speicherkarte vollgegangen. Was ich noch gesagt habe, ist, dass die Silent Tactile minimal lauter klingen als die Silent Linear. Im Prinzip, aber beide würde ich völlig in Ordnung, wenn ihr eine Silent Tastatur haben wollt. Aber zusammengefasst, ich mag einfach keine Silent Switches, dementsprechend musst du ja selbst wissen, ich persönlich würde sie mir nicht holen, weil ich einfach keine Silent Switches mag, aber für Silent Switches fand ich die eigentlich ganz angenehm. Und ich habe das Ganze mal genutzt, um direkt einen Perspektivenwechsel zu machen. Ich habe eine andere Deskmat genommen, von ebenfalls von Monaco Keys, wie auch die vorherige. Ich weiß gar nicht, welche ich cooler finden soll. Ich finde die beide sehr, sehr nice, muss ich zugeben. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit den mit diesen Switches hier. Das sind die F-Lion Blue Sky Switches. Sehen auch aus wie so ein kleiner Himmelswitch irgendwie, mit so einem weißen Stem und einem blauen Housing. Switches, die mir bei dem einen Test-Switch, den ich vorher nur hatte, sehr gut gefallen haben. Dementsprechend kenne ich eigentlich jetzt schon meine Meinung wahrscheinlich, dass sie mir auch relativ gut gefallen werden. Aber wir schauen gerne nochmal separat, wie die Switches sind. Kommen ebenfalls sehr gut pre-looped und liegen preislich bei
Schauen wir mal nach. Liegen preislich bei 4,90 €. Also eher bei den höheren Preisen, aber noch nicht komplett teuer. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem kleinen Soundtest der F-Lion Blue Sky Switches. Ja, los geht's. Wenig überraschend. Ich wusste ja, dass ich die gut finde. Und so ist auch hier. Die klingen wirklich sehr, sehr angenehm. Klingen richtig gut. Fühlen sich an wie gute Handloop-Switches. Also gegen die Switches habe ich absolut nichts einzuwenden. Ich mag die sehr gerne. Wenn ich die behalten dürfte, würde ich die auch gerne als Main-Switches nehmen. Ich finde, die klingen auch sehr gut. Die klingen nochmal ein bisschen besser als die Princess-Switches zum Beispiel, weil die klingen einfach ein bisschen minimal lauter, weiß ich nicht. Die klingen ein bisschen besser einfach. Ist mal schwer zu sagen, aber ja. Sind dafür jetzt natürlich auch nicht die komplett günstigsten, aber mag ich sehr gerne die Blue Sky Switches. Die sind auch wirklich butter smooth. Ich mag die sehr, sehr gerne, die Teile. Aber wie gesagt, überrascht mich nicht. Ich wusste, dass ich die Teile mag. Machen wir weiter mit dieser riesigen Palette an F-Lion Switches. Wir haben hier einmal die Orientierung. Das sind die Cloud, die Türkisen mit dem türkisen Stem. Die F-Lion Cloud, Thunder, ja, das müssten die Fox sein, F-Lion Fox, und die mit dem grünen Stem sind die F-Lion Wind. Gehören alle mehr oder weniger in eine, ich kann nicht mal reden, gehören mehr oder weniger alle in eine Serie. Jetzt haben wir fangen an mit dem Fox, das sind die Fox, ja genau, mit diesem grauen Stem. Das sind Light Tactile Switches, also leicht taktile Switches. Haben also einen leichten Bump, sind mit 63 Gramm Operating Force aber relativ schwer. Ob man jetzt Light Tactile mag oder Heavy Tactile oder leichte Switches, schwere Switches, das ist natürlich immer Geschmackssache. Sind in Ordnung, klingen eigentlich ganz nice, gehen eher so in Richtung tieferen Sound. Ich muss persönlich sagen, mir gefällt diese Kombination aus schwerer Betätigungskraft und leichtem Bump nicht ganz so doll. Aber wie immer, das ist natürlich Geschmackssache, aber prinzipiell die Switches sind völlig in Ordnung. Ich glaube aber, die nächsten F-Lion Switches, die ich jetzt gleich noch zeigen werde, sind besser. Ja, wir machen weiter mit den F-Lion Thunder Switches. Ich glaube, die mochte jemand von meinem Server sehr, sehr gerne. Das ist jetzt das Gegenstück quasi, das sind die Heavy Tactile. Gerade eben hatte ich ja die F-Lion Fog. Das waren leichte taktile Switches mit einer hohen Betätigungskraft und die Thunder sind eben Heavy Tactile. Also schwere taktile Switches auch mit einer hohen Betätigungskraft. Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, man tippt auf mehr rum. Macht natürlich auch Sinn, wenn es Heavy Tactile sind und nicht Light Tactile. Sound minimal tiefer, ich kann mich aber auch täuschen. Ist wie gesagt mal sehr, sehr schwer einzuschätzen, bei das Video hört man es vielleicht gar nicht. Ich mag die. Ja, ich mag die eigentlich. Ich würde lieber die nehmen als die Light Tactile. Doch, die sind sehr angenehm. Die Fork waren auch gut, aber mir war der Bump zu leicht. Taktile Switches mag ich auch noch ganz gerne, Clicky Switches hingegen mag ich leider gar nicht. Also wenn ich mir jetzt taktile Switches von Monaco Keys holen würde, dann wahrscheinlich eher die Thunder Switches.
Ansonsten testen wir jetzt gleich noch zwei lineare Switches von F-Lion, nämlich die Wind, wie gesagt, und die Thunder. Nicht die Thunder, die Cloud. So, F-Lion Cloud Switches, weiter im Text, das sind die mit dem türkisen Stem. Heavy Linear Switches mit einer Operating Force von 63 Gramm, also schon relativ schwer für einen linearen Switch. In der Praxis fällt das tatsächlich gar nicht so doll auf. Tippen sich sehr angenehm, auch relativ schwer, wie gesagt, was man natürlich mögen muss. Aber ich mag die sehr gerne und jetzt schauen wir uns dann noch die Wind-Switches an von F-Lion, die sich ein bisschen leichter tippen sollten, aber auch nur minimal. Also ich glaube, da dürfte ich jetzt nicht so viel Unterschied erwarten, aber wir schauen mal, ne? Wir schauen mal. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber irgendwie habe ich sogar das Gefühl, dass die etwas besser klingen als die Cloud Switches. Obwohl die Unterschiede wirklich nur marginal sein sollten, weil ja, das Einzige, was im Grunde anders ist, ist ein bisschen die Feder. Die ist bei den Cloud Switches ein bisschen länger, wirklich nur minimal. Die Schwere der Feder ist halt bei den Cloud Switches ein bisschen höher. Aber ansonsten gefallen mir die Wind Switches tatsächlich vom Sound her ein bisschen besser. Nur minimal, mini-minimal, aber... Doch, ein bisschen gefallen mir die besser. Aber vom Tippgefühl her sind die beide sehr, sehr nice. Und eben die taktilen, da finde ich dann die Thunder besser. So Leute, ich weiß, das Video geht schon ein Weilchen, aber ein bisschen müsst ihr noch durchhalten. Und als nächstes schauen wir uns die WWS Morandi Switches an. Die kosten 4,70 Euro für 10 Stück. Und die zeige ich nochmal so in die Kamera, weil das sind relativ interessante Switches, wenn man nach der Optik geht. Die haben diesmal kein Box-Stem, sind wie gesagt alle pre-looped. Haben aber noch so einen kleinen Light-Diffuser unten. Das ist eigentlich ganz interessant, weil das, ja, was macht dieser Light Diffuser? Der macht im Grunde, der bricht das Licht, der bricht die Lichtpunkte der LEDs vom Keyboard, was dann aber dazu führt, ich zeige das am besten einfach mal ganz kurz, dass ihr nicht diese ollen stumpfen LED-Punkte unten habt, sondern, ja, das Ganze wird einfach so ein bisschen, es wird einfach ein cleanes Licht, guckt euch das mal an, ihr habt solche kleinen Lichtfensterchen, der Lichtstrahl wird quasi gebrochen und ihr habt nicht einfach nur diese LED-Punkte, wie jetzt zum Beispiel hier bei dem MND Princess Switch. Die Morandi Switches, die bringt das Licht deutlich besser auf das Keyboard. Das sind also vor allem vielleicht eine nette Wahl für alle, die auf RGB stehen. RGB geht ja bei Custom Keyboard oft unter, aber manche wollen ja trotzdem RGB haben. Für euch könnte das vielleicht eine nette Option sein. Und ansonsten sind die Morandi Switches auch ganz nett für alle, die quasi Silent Switches haben wollen, aber nicht direkt Silent Switches nehmen wollen. Macht das irgendwie Sinn? Also die Switches sind relativ leise, obwohl es keine Silent Switches sind. Das ist das Coole daran. Ja, also man hört es, denke ich, die Switches sind relativ leise dafür, dass es eigentlich keine Silent-Switches sind. Die sind natürlich linear, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ja, lineare Switches, pre-looped, sind relativ smooth, aber für mich ist vor allem, ja, und die tippen sich auch relativ leicht, für mich sind die Switches halt besonders für die interessant, die ein leises Keyboard haben wollen, ohne direkt auf die doch sehr... Tippgefühl verändernden Silent-Switches zurückgreifen zu müssen. Die WS Morandi sind für mich die perfekte Alternative, wenn man ein leises Keyboard haben will, ohne das Tippgefühl komplett zu zerstören, sage ich mal. Ne? Und falls ihr RGB-Fans seid, dann sind die WS Morandi auch eine gute Wahl, weil die eben diesen Light Diffuser haben und ihr habt einfach, ja, RGB sieht einfach schöner aus mit den Switches. Das ist aber, ich weiß, ihr seid schon ein Weilchen da, ihr habt es auch fast geschafft, aber
zwei Switches müssen wir uns noch anschauen, zwei verschiedene Switch-Arten und ein Fazit werde ich gleich noch ziehen. Also ihr werdet mich gleich nochmal sehen, sorry an der Stelle, aber ja, Fazit muss natürlich auch sein, ganz wichtig. Jetzt schauen wir uns erstmal die zweitgünstigsten Switches noch an. Die WS Yellow und die WS Brown, die habe ich hier neben mir. Kommen wir gleich zu, jetzt erstmal die WS Yellow. Mit einem Preis von 3,80 € für 10 Stück sind die am zweitgünstigsten, wie gesagt. Sind linear im Falle der Yellow Switches. Müssten, weiß nicht, eine Betätigungskraft von 50 Gramm haben. Erinnere mich ein bisschen an die Gatron Yellows. Nur mit einem anderen, ja, Switch-Material. Housing-Material, ist ein bisschen anders. Jetzt sagen wir, stecken wie immer mal unsere Keycaps wieder drauf. Okay, sind nette Switches, keine Frage. Klang nicht ganz so spannend wie die vorherigen, wie die F-Lion. Ich habe schon vergessen, das sind so viele Namen, ich vergesse das die ganze Zeit. Die MMD Princess fand ich auch spannender als die Yellows. Aber sind definitiv solide Switches. Macht man wenig mit falsch, wenn man wirklich keine Ahnung hat. Ich denke, die meisten dürften damit zufrieden sein. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die WS Browns. Mache ich das auch noch fix rein und dann hören wir uns beim Soundtest wieder. Ja, also die WS Browns, leider die Switches, die ich bisher am wenigsten mag von Monaco Keys, sind natürlich günstige Switches, aber sie klingen halt doch relativ hochklecky vom Ton her. Das taktile Feeling ist jetzt auch nicht so mega nice, da fand ich das der MMD Princess schon deutlich geiler. Auch den Klang der MMD Princess war enorm viel besser als der WS Browns. Letztendlich Geschmackssache, wie gesagt, ihr könnt ja gerne beurteilen, wie ihr den Klang findet. Aber mir ist der einfach vom Klang zu hoch und zu clacky. Die WS Browns leider bisher die schlechtesten Switches. Aber ja, ich würde sagen, das waren alle Switches von Monaco Keys. Und wir kommen jetzt erstmal direkt zum Fazit. Ihr seht mich jetzt wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, mich jetzt nochmal für euch persönlich hinzustellen, um dieses Fazit zu machen. Ich habe jetzt 14 verschiedene Switches von Monaco Keys getestet. Wie gesagt, von einigen wird wahrscheinlich noch ein extra Video kommen, so ein kleines Short-Video. Abschließend kann ich sagen, Monaco Keys hat wirklich richtig viele geile Switches. Am meisten gefallen haben mir vor allem die MMD Princess Switches, weil die einfach einen extrem guten Preis haben für 3,30 Euro für 10 Stück. Sind vor allem die Taktilen davon richtig nice. Das sind die Taktilen, ich bin dumm. Aber auch die Linearen sind richtig schön. Definitiv wahrscheinlich eine meiner aktuell Top-Empfehlungen im Low-Budget-Bereich für Switches. Die F-Lion Wind Switches, also die leicht taktilen Switches in Anführungszeichen. Mann, nicht leicht taktil, die leicht linearen Switches, meine Güte. Ich komme so durcheinander. Und die Thunder Switches von F-Lion. Die haben mir besonders gut gefallen. Und auch die F-Lion Blue Sky Switches. Thunder, die Blue Sky, die MMD Princess und ich krieg einen Kollaps. Die Wind Switches. Wind, Thunder, Blue Sky und MMD Princess. Das waren so meine Lieblingsswitches definitiv. Die meisten anderen kann man auch empfehlen, definitiv. Da fand ich die aber klanglich einfach nicht so interessant. Da kommt es dann halt mehr auf Präferenz drauf an, was man mag und was man nicht mag. Ja, die einzige Enttäuschung waren für mich persönlich ein bisschen die WS Browns. Die fand ich klanglich nicht ganz so nice. Und auch der Bump war nicht ganz so nice, aber im Prinzip, die meisten Switches sind sehr, sehr cool. Man merkt doch einfach auch, dass Casper wirklich nur gute Sachen verkaufen möchte, dass er nur Sachen verkaufen möchte, die gut sind, die preiswert sind, die einen fairen Preis haben und genauso ist es auch bei dem Shop Monaco Keys. Jo, Monaco Keys ist noch ein kleiner Shop, ein kleiner deutscher Shop, aber ich mag den sehr, sehr gerne und ich supporte den auch gerne und dementsprechend auch dieses Video hier. Und wie gesagt, auch für mich so ein bisschen, weil ich die Switches, die meisten davon nicht mehr wieder haben werde. Einfach eine kleine Zusammenfassung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Es wird wahrscheinlich die meisten gar nicht interessieren, aber
dann ist es so. Dann habe ich das Video halt nur für mich gemacht. Kann ich auch mitleben. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.